WrestleMania 35 und die Nachwehen der Megashow-Ligen hinter WWE. Zum Start in die neue Saison folgte die große Neuabmischung des Kaders. Beim Superstar-Shake-Up, dem WWE-Draft, wechseln die Stars von Monday Night RAW und SmackDown Live hin und her, und diesmal ist der Umbau recht groß. Angeführt vom früheren WWE-Champion AJ Styles wechselt eine Reihe von Stars, die SmackDown in den vergangenen Jahren geprägt haben, unter ihnen die Usos Jimmy und Jey Uso und Ex-Damen-Champion Naomi. Zur Dienstagsshow soll im Gegenzug die größte Verpflichtung der SmackDown-Geschichte kommen, wie WWE-Boss Vince McMahon über die offiziellen WWE-Kanäle verlauten ließ. McMahon wird sie auch selbst ankündigen. Wissenswertes zum Thema Wrestling: So funktioniert das Imperium für Kampfsport Wrestling. Das ist der neue WWE-Rivale AEW Kampfsport Wrestling, das ABC des Wrestling Kampfsport Wrestling. So wollte WWE AEW ausschalten. Kampfsport Wrestling wird im TV und Netz. Was läuft wo? Ab der MIZ-Legende Rey Mysterio und der aufstrebende Andrade mit Managerin Zelina Vega sind neu bei RAW, ebenso wie auch die amtierenden Tag Team Champions des Entwicklungskaders NXT. Die Video-Highlights von WWE im Sport 1 Medien Center, hier klicken die War Raiders, die sich zuvor bei der japanischen Liga NJPW als Weltklasse-Duo War Machine hervorgetan haben, bekamen zugleich einen neuen Namen verpasst. Sie heißen jetzt The Viking Experience aus Rovaniemi, und das ultraathletische Superschwergewicht Hansen heißt jetzt IWA. Ebenfalls noch neu bei RAW, allerdings ohne Auftritt, der frühere Cruiserweight-Champion Cedric Alexander und Eric Young, bislang bei SmackDown Anführer der Gruppierung Sanity mit dem deutschen Alexander Wolfe. Zudem wurde klargestellt, dass bislang noch an keinen Kader gebundenen Lars Sullivan, Lacey Evans, EC3, Aleister Black und Ricochet fortan offiziell Teil der Montagsshow sind. Der Wechsel von Styles, der SmackDown zwischen 2017 und 2018 mehr als ein Jahr lang am Stück als Champion regierte, ist der definitiv größte Einschnitt. Man darf gespannt sein, welchen großen Namen es im Gegenzug zur Dienstagsshow zieht, die durch den lukrativen Senderwechsel zu Fox im Herbst, durch den die SmackDown auch auf den Freitag verschoben wird, unter Quotendruck steht und personell deshalb gestärkt statt geschwächt werden muss. Bildergalerie WWE, alle WrestleMania Main Events und was aus den Teilnehmern wurde. 83 Bilder. Sport 1 zeichnet den Verlauf der ersten Shake-Up schon nach. The MIZ attackiert Shane McMahon. Stephanie und Shane McMahon eröffneten die Show, um den ersten RAW-Pick zu verkünden, wobei Shane die Bühne auch erstmal nutzte, um zu prahlen, wie er in den vergangenen Monaten seinen Erzrivalen The MIZ und dessen Vater in die Schranken gewiesen hätte. In jener MIZ war dann der erste Pick und prügelte mit einem Stuhl auf seinen Ex-Partner ein. War Raiders von NXT werden zur Viking Experience. Die umbenannten NXT Champions setzten bei ihrem RAW-Debüt gleich ein Ausrufezeichen zusammen. Mit den Ex-Champions The Revival besiegten sie die amtierenden RAW-Titelträger Zack Ryder und Curt Hawkins sowie die selbst erst vor kurzem beförderten und nun dauerhaft an RAW gebundenen Aleister Black und Ricochet. Die Wikinger greifen also gleich ins Titelrennen ein und sind bei RAW nun anders als bei NXT offensichtlich auch die Heels, die Bösen. Andrade bin Champion. Finn Balor ebenfalls gleich in ein Titelrennen greift Andrade ein. Mit unfairer Hilfe seiner Managerin Zelina Vega besiegte er Intercontinental Champion Finn Balor in einem Kampf, bei dem es nicht um den Gürtel ging. Er pinnte ihn mit dem Hammerlock DDT. Rey Mysterio von Lars Sullivan böse empfangen. Elias, vergangene Woche erst von John Cena, dann vom Undertaker malträtiert, wurde einmal mehr bei einer Gitarrenperformance unterbrochen, diesmal von Neuzugang Rey Mysterio. Der wurde dann seinerseits von Neuling Lars Sullivan überrollt, der damit nach den Attacken auf Kurt Angle und die Hardy Boys vergangene Woche seinen Zerstörungsfeldzug fortsetzte und nun ebenfalls offiziell dem RAW-Kader angehört. The Usos mit siegreichem Auftakt, noch ein Duo, das sich bald ins Titelrennen einschalten dürfte, wie bei SmackDown von den
Hardys entthronten Usos wechselten zu RAW und feierten dort einen Auftaktsieg über Bobby Roode und Chad Gable, statt Sasha Banks, Naomi Partnerin von Bayley. Sasha Banks, die angeblich real frustriert ist über den Verlust der Tag Team Titel der Frauen bei WrestleMania und um ihre Entlassung gebeten haben soll, war erneut nicht bei RAW. Ihre Abwesenheit wurde auch ins Storygeschehen eingeflochten. Partnerin Bayley teilte mit, dass Banks ihre Anrufe und Nachrichten nicht beantworte. Stattdessen bestritt sie ein Match mit der von SmackDown zu RAW gewechselten Naomi gegen die Iconics und besiegte das Champion-Duo in einem Match, in dem es nicht um die Titel ging. Sami Zayn verhöhnt sein Heimpublikum. Da vergangene Woche nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Sami Zayn trat in Alexa Bliss Interviewshow A Moment of Bliss auf und festigte mit einer weiteren großen Publikumsbeschimpfung seine Heimfans im kanadischen Montreal. Seinen Schurkencharakter Braun Strowman demontiert EC3, früherer Champion der kleineren Liga Impact, wurde im Shake-Up nach längerem Hin und Her bei RAW fixiert. Dass er dort aktuell wohl nicht für Großtaten eingeplant ist, zeigte sich, als er danach von Braun Strowman demontiert und mit einem Chokeslam durch die Einmarschbühne befördert wurde. Bei Strowman deutete sich vergangene Woche ein Wechsel zu SmackDown an. Lacey Evans wird zur Herausforderin für Becky Lynch nach einem schnellen Sieg des bei WrestleMania gekrönten Damen-Doppelkampions Becky Lynch über Ruby Riott brachten sich zwei Herausforderinnen in Position, Natalya und Lacey Evans, nun bei RAW festgesetzt, die Lynch vergangene Woche mit zwei Attacken gereizt hatte. Ein Match um eine Titelgelegenheit wurde sogleich angesetzt. Evans triumphierte nach einer rechten Geraden, der Woman's Right und einer Monsault-Variation. Einmal mehr wurde offensichtlich, dass WWE mit Lacey Evans viel vorhat. AJ Styles als Mystery-Partner für Roman Reigns und Seth Rollins im Hauptkampf der Show wurde Neuakquisition. Styles Universal Champion Seth Rollins und Topstar Roman Reigns als Mystery-Partner an die Seite gestellt. Zusammen besiegten sie Baron Corbin, Bobby Lashley und Drew McIntyre. Styles binte Lashley, nachdem der zuvor die Standardaktionen aller drei Gegner eingesteckt hatte, zum Abschluss den phänomenal Forearm von Styles. Punkt. Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW, The Revival.